Komm, nimm Platz, setz dich gleich auf die Couch zu mir. Magst du ein Schlückchen Sekt trinken? Kann ich das abnehmen? Reiß es runter, das brauchst du jetzt nicht mehr. Das war's ja gleich so nominiert, das ist ja gleich so ein Stempel, oder? Ja, voll. So, ich bring dir mal ein Gläschen. Trinkst du einen Sekt mit? Ja, klar. Ja? Ich habe gleich eine Frage an dich. Ja. Deine ersten Eindrücke jetzt so, was geht dir durch den Kopf? Jetzt gucke ich mir erstmal hier die Puppen an. Und ja, das kriegst du ja später, das machen wir später. Wir haben nur jetzt und die es ganze. Ist schön zu sehen, wie wir hier aussehen. Richtig toll, oder? Ja, was habt ihr hier gemacht? Trinken macht weise, fasten macht dumm. Ja, das oh, hat ja, das für unsere Gäste hier, schreibe ich immer auf, weißt ja, du? Ja, so? Das kann durchaus sein. Ihr habt ja gefastet manchmal die ganze Zeit. Ich wusste wirklich schau gar mal, nicht mehr, ich was ich extra rede. Hier so ein bisschen was, unsere Redaktion, wir denken oh, doch immer mit. Schau super. Mal. Super. Diese Umarmung, Snoopy. Hey, darf er nicht? Nee, das soll er eigentlich nicht. Wir stellen die da hoch. Nein, mein Mäuschen. So. Diese die Umarmung mit Peter am Ende. Ja. Das war toll, muss ich sagen. Ja? Ja, das war richtig toll. Warte mal, schenk dir okay, das Gläschen, dann halte ich das mal. Das war richtig cool. Prost. Prost. Kann was? Ich noch raus in die Realität oder steinigen mich die Leute schon? Das, okay, wo, du darfst mich jetzt fragen, ich antworte. Dann frag du erst mich und dann ja. Antworte ich dir. Also, okay. Du willst wissen, kannst du noch raus in die Realität? Ja. Ja. Gibt es nichts, wofür ich mich schämen muss? Ich war ja nicht bei allem dabei. Aber erstmal Prost. Ja, erstmal Prost. Du, aber, ich bin ganz ehrlich zu dir, bei mir hat das immer gewechselt, manchmal von Tag zu Tag. Mal war ich Team echt? Iris, dann war ich Team Peter, dann war ich wieder Team Iris, echt? Dann war ich wieder Team Peter. Mhm. Und so für mich, von meinem Gefühl her, war ich am Ende bei dir. Ah, okay. Weil du ein Mensch warst, der sich so emotional geöffnet hat. Okay. Bei deiner ersten Aussprache mit dem Peter hast du gesagt, vielleicht bin ich doch zu weit gegangen, vielleicht war doch scheiße, was ich gemacht habe. Und da kam von ihm gar nichts. Mhm. Er war so wie Kälte. Mhm. Ja? Er war wie versteinert. Mhm. War das, ist er immer so ein Typ gewesen, der ja. Gefühle schwer zugelassen hat? Ja. Ach. Immer sehr, sehr ruhig, in sich gekehrt und oft hört er dann gar nicht zu. Also das war für mich nichts Neues. Deshalb war doch die Umarmung jetzt eigentlich toll. Noch ja, mal. Eigentlich gut. War schon ja. Ein gutes Symbol von ihm, würde ich jetzt mal ja. Sagen. Vielleicht ruf ich ihn auch an, wenn ich ja raus bin. Und dann treffen wir uns mal auf Mallorca und was, reden was, noch mal. Was hat er dir eigentlich zugeflüstert? Hat er irgendwas Nettes gesagt in deiner Hand? Alles, alles wird gut. Hat er gesagt? Ja. Das ist ja, auch, ist ja schön eigentlich, ja. Oder? Aber da trinken wir jetzt drauf. Alles wird gut, das so wie alles gut. Na, aber er ist zumindest, glaube ich, für ihn so ein... Er ist schon bereit, auch wieder einen Schritt auf dich zuzugehen. Ja. Er kann ja auch nicht immer enttäuscht seinen Kopf in den Sand stecken. Du weißt ja, ja auch, du hast ja selber gesagt, die Pfeile sind ja auch von einer anderen Person geschossen worden. Ja. Die war auch hier schon. Ja, ja, denke ich. Warum? Die ist überall, wo die Kamera genau. Laufen, meinst du? Na, es war spannend, war so, weil ich dachte, sie ist eine starke Frau. Mhm. Du bist ja auch eine starke Frau. Ja, dachte ich auch. Hä? Er sucht sich immer so Frauen wahrscheinlich, oder hat sich jemanden gesucht, die auch so stark im Leben steht. Mhm. Was habt ihr eigentlich für Fragen an Iris? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Frag den Exit, das ist unser Hashtag. Und unter diesem Hashtag könnt ihr jetzt alle Fragen an Iris raushauen. Iris, du bist eine Frau, die im Leben steht mhm. Und die polarisiert. Das ist toll, weil du hast Menschen, die dich lieben mhm. Und du hast Menschen, die das nicht so gut gefunden ja. Haben. Damit können ja. Wir leben, oder? Ja, klar. Viele sagen immer, klär doch das privat. Aber jeder will auch die Antwort wissen, ne? Warum hast du denn eigentlich immer so viel in deinem Leben so öffentlich geklärt? Wie kommt denn das? Du meinst jetzt die Sache mit Australien? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, weil ich nicht nach Australien reisen ah, konnte. Kriegst ja kein Visum und so. Und weil ich Lukas versprochen hatte, auf Sophia aufzupassen. Ach, okay. Das waren die zwei Gründe. Sonst wäre ich ins Hotel. Und da wäre Rambazamba. Ja, klar, hallo. Da wären die Versace-Kissen geflogen. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Genau. Mhm. Das war der Grund. Und dann war ich halt so verletzt und enttäuscht. Und dann hast du das alles online gelesen. Ja. Ja. Ich wollte einfach diesen Liebesurlaub beenden. Und den Frust loswerden. Da reden genau. Wir gleich drüber. Iris ist bei uns und das ist toll, dass sie da ist. Sie ist fast schon ein bisschen zu früh da. Und Matthias darf sich jetzt was aus seinem Koffer aussuchen. Ja. Ja, was? Da gucken wir uns mal an, was er nimmt. Hast du eine Idee? Er wird einen Rasierer nehmen. Okay. Sein Haarpuder, dass die Haare stehen. Mhm. Und ein Parfüm. Gut. Ja, in Ordnung.
Dann auf den Koffer, fertig, los. Fertig. Dann zeige und sage, was du dich entschieden hast. Rasierer, Parfüm, Deo-Spray. Fast richtig. Haarpuder hat er nicht genommen. Okay, aber Rasierer, ne? Ja, das ist wichtig. Damit hat er die meisten Probleme, dass er jetzt so einen Dreitagespark hat. Ich finde, steht ihm super. Ja, ihr wart ja beide am Anfang jetzt nicht so Big Friends, würde ich mal sagen, aber ihr seid dann in diese Friendzone gerutscht, ne? Ja, krass, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Gestern Abend war das. Ja, das hat sich jetzt schon die letzten Tage so ein bisschen angebandelt, ne? Mhm. Matthias und mir. Warum hast du mit ihm Probleme gehabt? Ja, du kennst ja die Story, was er mit Jenny im, ach, das im, hat er erzählt, genau. Im Dschungelcamp hatte. Ja, und dass er da, dass du und ich da bin ja eine Mutter. Und wenn jemand, deine Mutter, und es verletzt jemand dich, ich glaube, deine Mutter wäre auch sauer. Die wäre sauer. Die würde es jetzt nicht bei Instagram machen, meine Mutter, weil die benutzt zwar Instagram. Nicht, hast du nicht? Hast du einfach so im Interview gemacht oder generell? Nee, ins Gesicht. Ach, ihr wart ja da, stimmt ja. Wir ihr habt ja ins Gesicht, in Ort, the face genau, sozusagen. Ja, richtig. Ja, aber das hat sich bei ihm auch wieder. Er hat ja so einen Wandel auch ein bisschen durchgemacht, ne? Finde ich. Er ist ja jetzt so ein anderer Matthias wir geworden. Wir sind uns ähnlicher, wir haben den gleichen schwarzen Humor. Mhm. Gleichen schwarzen Haare. Ja. Ihr könnt eigentlich Geschwister sein. Ja. Oder? Brother from another mother. Und ihr habt auch so leichten Dialekten, so, das ist alles mega sympathisch. Ja. Aber wenn man so am Anfang war, der eher so ein bisschen pisst, würde ich mal sagen, dass er da war. Oder weil er gleich das Thema auch nochmal aufgemacht hat. Und er ist ja auch, man darf ihn ja auch wahrscheinlich nicht unterschätzen. Ja. Der hat halt auch gar keine Zündschnur. Meine ist zwar kurz, aber seine ist gar nicht. Hast du überprüft oder was? Keine Zündschnur. Also, was du wieder meinst. Nein, was meine ich denn? Ich habe nur gefragt. Heute ist übrigens, weißt du das, dass heute Mistletoe Day ist? Was ist das Ding? Mistletoe Day. Küssen unterm Mistelzweig? Ja. Hast du hier irgendeinen gesehen? Ja, hier oben. Ach da, nee, da müssen wir uns ja da drunter stellen. Ich habe den mobilen mitgebracht. So, pass auf, ich bin jetzt der Erste, der unter Mistletoe und auch noch mit Iris. Super! Das können wir heute den ganzen Abend durchziehen. Bringt Glück, ne? Das soll Glück bringen. Findest du, es ist ein, sag ich mal, eher so ein blöder Tag in deinem Kalender, heute rausgeflogen zu sein? Oder würdest du auch sagen, ja? Da ich ja sowieso geträumt habe, dass der Marco gewinnt, ist es für mich jetzt in Ordnung, dass ich heute gehe. Weil dann kann ich nämlich morgen noch auf dem Weihnachtsmarkt hier in Köln und eine Bratwurst essen. Ja, das ist ja kein nicht wirklich. Du brauchst noch Glühwein, Bratwurst. Ja. Ja. Gut, jetzt ist sehr spät mit der Bratwurst, das werden wir nicht. Aber morgen definitiv. Ja? Es gibt ja auch diese eingeschweißte Currywurst zum Warmmachen der Mikro. Brauchen wir nicht holen. Nee. Wollte ich kurz noch zur Tanke fahren. So, diese Geschichte mit Matthias, das werden wir gleich noch klären. Mhm. Da freue ich mich drauf, weil das ist schön, wenn man dann merkt, plötzlich so erst Konkurrenten, erst Feinde, sage ich mal, und dann rutscht man zusammen. Hallo, mein Name ist Peter Klein und ich bin dabei bei Promi Big Brother 2023. Folge verpasst? Kein Problem. Schaut einfach nach kostenlos auf Join.